Also ich habe aber auch natürlich so einen eigenen Traum. Ich würde gerne irgendwann auch mal eine eigene Brauerei haben. Tatsächlich? Ja, also der Traum ist bei mir ganz tief drin und auch, also ich bin halt Braumeister. Ich habe sehr handwerklich brauen gelernt in Düsseldorf bei der Ürige Brauerei. Ja, ich packe auch gerne an, so gerne ich auch eben diesen Kundenkontakt habe, ja, und auch gerne was präsentiere, Vorträge halte und mit den Leuten kommuniziere, bin ich aber halt auch im Herzen Brauer. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch zur mittlerweile 52. Folge, wobei es eigentlich die 51b ist. Das haben wir beim letzten Mal schon angekündigt. Die 51 letzte Woche war ja das Interview mit Sabine Weiermann, der Chefin von der Weiermann Malzfabrik. Und jetzt ist das Interview und die Brauereiführung mit Christian Wilke angesagt. Der gute Mann nennt sich offiziell Kundenberater. Ihr habt ja im Zitat vorne schon gehört, wie so oft verbirgt sich dahinter mehr. Das erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Christian ist Diplombraumeister, hat an der TU München Wein-Stefan-Campus studiert und hat schon während seines Studiums Kontakt gehabt zu Weiermann, hat da ein Praktikum gemacht unter anderem und der Kontakt blieb immer und jetzt arbeitet er da eben und hat eine Menge Ahnung und hat uns sozusagen an die Händchen genommen und einmal über das Gelände geführt. Das gute Stück rumpelt und raschelt und rauscht an einigen Stellen. Es ist teilweise laut. Aber authentisch. Es ist tatsächlich eine Audiotour. Es ist ein bisschen Kopfkino und ein kleines Experiment. Ein bisschen anders als sonst, was wir machen, diese 51b. Dazu dann gleich mehr. Wir übergeben gleich. Vorher möchte ich noch mal kurz anteasern, dass wir eine schöne Aktion euch noch oder über eine schöne Aktion berichten werden, der München auf Hamburg trifft. Und das Ganze ist für einen guten Zweck und es hat was zu tun mit Kunst und mit Bier natürlich, sonst würde es hier eventuell auch gar nicht stattfinden. Aber das erzählen wir euch dann nach diesem Podcast. Und wenn Stefan dem nichts mehr hinzuzufügen hat, würde ich an Christian Wilke übergeben. Dieser Job ist ja auch, was man vielleicht am Anfang gar nicht denken würde, ist ja auch sehr hands-on. Das heißt, ja, also du kommst auch wirklich in die Brauereien und dann wird auch tatsächlich mal zusammengebraut. Ja, und ich glaube, das stellt man sich sonst gar nicht so vor, wenn man so einen Kundenbetreuer hat. Dann denkt man, der kommt jetzt nur und sagt, pass auf, du musst dir jetzt irgendwie 100 Säcke Malz kaufen. Sondern ihr braut dann wirklich zusammen und arbeitet da, wo das Bier passiert. Richtig, also das ist eigentlich ja sogar noch der wenige Teil, weil die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das ja meistens eh schon lange bei uns kaufen oder auch dann bei Neukunden gerade natürlich helfe ich auch gerne, wenn da sind ja auch öfter mal Leute dabei, die halt nicht vom Fach sind, sag ich mal. Aber das ist ja völlig egal, sondern es geht darum, der Kunde braucht Unterstützung oder egal wer braucht Unterstützung und wir können mit meiner Hilfe oder diversen Tools, die wir von uns aus ja anbieten, wie unseren gelben Seiten oder man kann ja auch vieles nachlesen. Wir stellen ja auch unsere Rezepte von unseren Bieren, die Leute trinken, sind ja alle verfügbar, die kann sich jeder angucken, kann jeder nachbrauen. Da kann jeder bei uns nachfragen. Und das ist halt ein Service, den man mitbekommt, wenn man das Malz bei uns kauft. Und ich weiß, die Diskussion wird ja auch oft geführt. Dann sagt wieder einer, ja, ist aber so teuer. Ja, das ist schon ein bisschen teurer woanders, aber Malz kommt in der Rechnung in der Brauerei, Leute, ganz weit unten. Das ist bei den meisten Mengen in so kleinen Brauereien ist nicht so entscheidend. Aber du bekommst halt auch was zurück dafür. Nämlich in dem Fall uns als Kundenberaterteam oder die ganze Firma als die dich unterstützt. Mhm. Ja, und das ist auch das, was die Chefin ja versucht hat zu vermitteln, zu erzählen. Wir machen da viel, das ist unser Ding, das ist das Ding des Familienunternehmens Weiermann. Wir helfen uns gegenseitig und anderen. und das versuche ich halt auch nach außen zu tragen. Und klar, also ich stehe auch oft noch da und braue mit den Leuten, so wie es möglich ist, oder brauche auch zu Hause viel. Und mein Gebiet umfasst alles, was den Kunden betrifft. Und manchmal entstehen daraus auch Freundschaften oder manchmal telefonieren wir auch einfach nur so, ohne dass es was mit der Arbeit zu tun hat. Und ja, und jeder hat natürlich auch die Chance, zum Beispiel, das bieten wir ja auch unseren ganzen Kunden an, wir wissen auch viele vielleicht nicht, dass man jetzt in Corona-Zeiten natürlich deutlich schwieriger, aber auch sonst jederzeit hier bei uns vorbeikommen kann, sich alles angucken kann, informieren kann, hier eine sehr schöne, wie ich finde, sehr schöne Führung bekommt. Das mache ich auch mit den Leuten zusammen und dann trinken wir danach noch ein lecker Bier hier an der Theke. Tja, genau auf diese Führung wollen wir euch jetzt mitnehmen. Lecker Bier gibt's hinterher. Ab ins Zentrallabor.
Richtig, ja. Also herzlich willkommen hier bei uns im Zentrallabor. Ja. Ihr seht hier im Grunde zwei verschiedene Bereiche. Wir haben hier einmal auf der Seite die Rohstoffannahme, also sprich Gerste, Rohbrocken, Weizen, Dinkel. Und da drüben ist quasi die Malzseite. Mhm. Ja. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die LKWs kommen hier mit den Rohstoffanlieferungen auf den Hof gefahren, fahren da hinten zur Gerstenannahme, gehen wir gleich noch rüber. Man wird per Luftpost, also der Wagen wird beprobt da hinten, wird per Luftpost hier rüber geschickt und dann wird hier im Grunde ein ganz normaler Weg durchlaufen. Wir haben hier eine Sortiermaschine, dann wird im gleichen, also ein Probenteiler, dann wird die Probe hier in den Sortiment reingegeben. Wir verarbeiten hier ja nur erste Klasse. Erste Klasse zeichnet sich wodurch aus? Alles Körner größer als 2,5 mm. Dann haben wir hier drüben ganz klassisch ein Nahinfrarot-Spektrometer. Dort wird der Proteingehalt und der Wassergehalt gemessen, zwei der wichtigsten Parameter für die Weiterverarbeitung. Im gleichen Zug. Wie ist denn der perfekte Wassergehalt und Proteingehalt? Der Proteingehalt sollte am besten so im Bereich 10-11% liegen. Wassergehalte werden für die Rohwaren nach der Lagerung angestrebt. So von um die maximal 15%. Mhm. Ansonsten hast du einfach zu viel Feuchtigkeit drin. Das wäre allerdings wahrscheinlich auch schon viel in dem Fall. Dann haben wir hier die Keimfähigkeitsbestimmung, um zu sehen, wie viele Körner können auch wirklich keimen. Die sollte immer in der Regel über 96% sein. Mhm. Also wie viele Körner sind auch wirklich lebendig. Dazu werden die Proben hier geteilt, ne, da wird das Korn zerschnitten. Da sieht man hier drin noch ein bisschen. Und dann kommen die hier rein. Mhm. Sind 50 Stück immer und werden dann mit einer speziellen Färbelösung und Unterdruck hier bearbeitet und nach 7 Minuten kann man dann sehen, alles was sich rot eingefärbt hat, lebt. Dann haben wir noch eine Kornkäferwanne, hier kommt dann der Rest der Probe rein und dann wird hier Rotlicht und Volllicht drauf gegeben und Kornkäfer kommen raus, wenn es warm ist. Mhm. Dann wird das nachher nach 5 Minuten einmal abgeschüttelt und wenn welche drin wären, dann wird die Ware auch direkt wieder nach Hause geschickt. Okay. Ah, okay. Hi. Hallo. Das passiert aber nur sehr, sehr selten. Genau, und dann... Das riecht hier sehr gut. Ja, und dann wird im Grunde nachher, also es gibt gerade in der Röstmalzproduktion, das sehen wir nachher noch, werden Analysen auch oben, haben die oben nochmal Labore direkt in der Produktion und selbst die werden dann nochmal doppelt und dreifach geprüft. Natürlich auch Sachen, die aus Klingen oder aus Haßfurt kommen, werden hier nochmal im Zentrallabor überprüft. Mhm. Und dort drüben finden eigentlich eben alle wichtigen Malzanalysen statt. Früher war hier dann auch noch der Leo mit seiner Qualitätsanalyse auch für unsere Biere. Der hat aber ja jetzt sein eigenes Büro in der Brauerei mit Geräten. Was du gezeigt hast, ne? Genau. Und wir haben eigentlich auch alle wichtigen Geräte da zur Bieranalyse. Mhm. Natürlich müssen wir die auch haben für unsere Biere und wir analysieren auch Biere für Kunden. Mhm. Genau, das ist unser Labor. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Haben wir von hier aus immer den wunderschönen Blick. Hier mache ich immer so einen kleinen Stopp mit, wenn wir eine Führung machen. Denn von hier aus gucken wir auch eines der Herzstücke der Melzerei. Wir sehen dort oben diese zwei Türme, wo diese lustigen Hauben drauf sind. Und das sind sogenannte Darhauben. Und diese Darhauben dienen dem Zweck, also in der Darre wird ja das Grünmalz getrocknet. Und diese Darren, die seht ja, die bewegen sich. Ne? Und bei uns nennen wir die Darhunde, weil die von der Seite so ein bisschen aussieht wie so ein Hund. Und die sind also kugelgelagert, die drehen sich immer mit dem Wind. Und das ist wichtig, wenn die Darre läuft und die Feuchtigkeit also abgezogen wird, ist immer ein optimaler Luftstrom muss gewährleistet werden, damit kein Kondensat wieder zurückläuft in die Darre und eben eine Kontamination verursachen könnte. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ist halt super schön zum Gucken, auch wenn die sich bewegen und immer mit dem Wind gehen. Die sind jetzt gerade nicht an die Darren, kommt nichts raus. Aber vielleicht ist es später noch an oder morgen, wenn ihr nochmal vorbeifahrt. Ja. Wir haben es schon mal dampfen sehen. Okay. Ja. Ja, auf der linken natürlich dieses klassische Charlie und die Schokoladenfabrik-Gebäude, glaube ich, was jeder kennt. Ich meine, das ist natürlich alles Denkmalschutz auch ganz wichtig. Das sieht zwar manchmal von außen alt aus, aber alles immer modernisiert und von innen sowieso hochmodern. Das sehen wir gleich. Die Absackung gucken wir uns nachher noch an. Wir haben auch ganz lustig hier Straßenschilder. Wie du siehst, ist das hier die Karamünch Avenue. Wir haben eine Carafa Square. Finde ich eigentlich ganz lustig. Haben dort auch so ein paar Angaben, wo in Länder, in die wir beliefern, sag mal, wie weit die dann auch weg sind. Ne? Ach, cool. Und das ist immer, da hat man immer ein bisschen was zu erzählen, die Leute können was sehen.
wenn Gäste aus der ganzen Welt da sind, ne, die sehen, oh, guck mal hier, ich komme aus San Jose, das ist genau so und so weit weg. Ja. Das ist schon immer ganz lustig. Also da freuen sich die Leute auch drüber. Auf der linken Seite haben wir die Gerstenannahme. Also bevor wir ins Labor gehen, kommt hier das Produkt an. Ihr müsst euch vorstellen, also hier bis zu 25 LKWs am Tag kommen hier angefahren. Das muss alles logistisch geplant werden. Die fahren dann hier vor. Das ist hier oben quasi der Probennehmer. Das ist so ein überdimensionaler Staubsauger mit einer langen Lanze, wo dann vorne in der Mitte und hinten die Probe gezogen wird. Das wird dann ins Labor geschickt und innerhalb von einer Viertelstunde muss die Probe erledigt sein ungefähr. Das ergeht, dann wird von drüben das Okay gegeben, dann fährt der LKW hier um die Ecke und lädt dort in der Grube ab. Und von hier aus wird das Ganze dann entweder ins Silo geleitet oder direkt in die Produktion. Ne? Und es geht dann weiter von hier. Ja. Hier also auf dem Carafa Square. Und kommen jetzt eigentlich an eins der, historisch bedingt an einen der wichtigsten Bereiche, denn das hier, wo jetzt heute unsere Schlosserei drin ist, ist das erste Gebäude, was hier jemals stand. 1879 hier hingebaut. Das ist also das älteste Gebäude hier auf dem Grundstück. Dahinter die Schienen kamen dann erst später tatsächlich dazu. Und ja, ist also historisch gesehen ja, das Wichtigste überhaupt. Und alles andere kam dann später dazu. Und die Schlosserei hat den interessanten Aspekt noch, dass wir also den Vorteil der Schlosserei insofern nutzen können, dass die Leute, die dort arbeiten, schon seit Jahren, Jahrzehnten teilweise hier arbeiten. Wir bilden die Leute selber aus. Das heißt, wir sind nicht angewiesen in den meisten Fällen auf Leute, die zu uns kommen müssen, um unsere Anlagen zu reparieren, sondern wir haben das alles selber gemacht. Und viele von unseren Sachen, die in der Mälzerei stehen, sind selber gebaut worden, entwickelt worden. Und den Vorteil, das natürlich im Haus zu haben und die Leute auch darin auszubilden, ist natürlich etwas unglaublich Wichtiges, einfach, dass du erstens unabhängig bist und Leute hast, die sich wirklich von vorne bis hinten damit auskennen und die auch einfach, wenn es kaputt ist, musst du nicht warten, sondern rufst an der Schlosserei an und dann wird das erledigt. Ja, auf der linken Seite dort vorne, wir dürfen leider nicht weiter da vorne hingehen, denn da ist unsere Röstmalzbierbrauerei und das ist ein hochhygienischer Bereich, denn dort wird halt unter Aseptik abgefüllt. Auf der linken Seite war früher unser Technikum, wo also die Versuchsbäckerei und auch Brauereiteile mit drin waren. Da ist jetzt heute nur noch unsere Versuchsmälzerei drin. Also wir versuchen ja auch uns ständig weiterzuentwickeln und neue Sachen auszutesten. Auf der rechten Seite seht ihr, wie gesagt, die Heinz-Weiermann Röstmalzbierbrauerei. Dort wird unser Malzextrakt und eben das Sinamar hergestellt. Dort dürfen wir leider nicht rein, da darf nicht mal ich rein, sondern nur die Leute, die dort arbeiten. Und dort wird eben unser weltbekanntes Sinamar hergestellt, unser Malzextrakte, und die werden dort auch abgefüllt. Und das ist ja eine der Bambergs zweitgrößte Brauerei, das wissen auch wenige Leute, diese Sinamar-Brauerei. Und das Ding läuft immer. Und wie gesagt, in dem hinteren Bereich, in den Gebäuden dahinter, da bauen wir ja auch noch weiter aus. Also das ist das letzte Gebäude, das ist quasi da, wo der Kran jetzt von hier aus steht. Ja. Das letzte Gebäude, was hier noch bebaut werden kann von innen, das machen wir gerade. Und das wird, ja, ich weiß nicht, wann das fertiggestellt ist, dauert noch ein bisschen. Aber dann sind wir hier am Standort Bamberg-Brennerstraße. Mehr Ausbau ist zumindest hier direkt nicht möglich. Die Spezialmalze habt ihr. Genau, 85 verschiedene. Wie viele kann man sich denn da noch so ausdenken? Also ich denke, der Bereich des Ausdenkens ist schwierig. Man kann aber... Also du musst kommt dir überlegen, mal ein Jein, also ja, es gibt ja nur bestimmte Bereiche, Farbbereiche, die du abdecken kannst mit Malz. Von, ich sage mal, hell über gelb, über rötlich bis dunkelbräunlich schwarz. Dadurch, dass wir 85 Sorten haben, haben wir eigentlich schon so gut wie jeden Bereich, was farblich geht, abgedeckt. Aber es gibt immer noch Zwischendinger, die ein vorhandenes Produkt verbessern oder erweitern. Und das ist ja, was die Anwendung nachher in der Brauerei zum Beispiel, dass man etwas nicht mischen muss, um etwas, eine bestimmte Farbe zu erlangen. Das sind halt sehr spannende Sachen, sehr schwierige Sachen, wo viel Forschungsarbeit notwendig ist. Aber das muss halt auch gemacht werden und da sind wir dran. Und was ja unser Steckenpferd jetzt für die nächsten Jahre sein wird, damit haben wir angefangen, das hat die Chefin ja eben schon erzählt, mit den Terroir-Geschichten. Wir haben ja die Barke wiederbelebt.
Birke als alte Gerstensorte, die es ja jahrelang gar nicht mehr gab, aber sehr geschmacksintensiv ist, die hat halt um die 20% weniger Ertrag auf dem Feld. Dadurch also erstmal uninteressant für den Landwirt und wir zahlen dem Landwirt aber das mehr, dass er es extra für uns anbaut. Und es wird sehr, sehr gut angenommen. Es ist brutal, was wir am Barke schon verkauft haben. Wirklich, die Leute freuen sich. Dann haben wir das Eraclea-Malz vor, ich glaube 3 Jahren oder 4 Jahren eingeführt. Das ist eine Gerstensorte aus Italien, die eine mediterrane Gerstensorte, die das eigentlich das komplette Gegenteil zum Barke darstellt, nämlich sehr leicht im Geschmack ist. Gerade für so Sommer und leichtere Biere total gut geeignet, aber ganz frisch ist im Geschmack. Das müssen wir mal gucken, ob wir es nachher da haben, das Pilz davon. Dann vergleichen wir das mal. Dann haben wir angefangen, ja schon vor langer Zeit, mit diesen böhmischen Malzen, Tennenmalzen, die wirklich von der Tenne kommen, die per Hand gewendet werden aus Osttschechien. Eine ganz tolle Linie, die auch sehr gut angenommen wird. Und es wird in Zukunft auch noch mehr kommen mit diesen alten Sorten. Okay. Das ist aber auch Entwicklungsarbeit notwendig. Und da ist aber auch die Nachfrage da. Das merke ich im Übrigen auch in Hamburg. Ich werde jetzt nicht verraten, von wem. Aber das ist ja auch egal. Aber da wird irgendwann mal was kommen. Was ist denn der Kick an diesen alten Sorten? Es ist alt. Es ist einfach ein Rückkehr zur Nostalgie, Tradition. Ja. Pure Tradition. Aber auch intensivere Geschmäcker? Also im Fall der Barke, ja, deutlicher Unterschied. Das können wir auf jeden Fall mal probieren nachher. Das ist sogar schon so deutlich, dass es für manche schon wieder als Fehlgeschmack rüberkommen kann, weil sie die Leute es nicht mehr kennen. Das war früher die Hauptsorte, die immer benutzt wurde. Ja. Gab es halt nicht mehr. Das kennt keiner mehr. Und ich denke, dass da wirklich der Gedanke des, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und auf einmal gibt es das doch wieder. Das sehen wir doch wieder. Warum gibt es Vintage-Autos, die nur modern sind, aber im Vintage-Look sind? Oder alles ist doch wieder Retro im Endeffekt. Und mit Sicherheit werden die auch irgendwo ihren eigenen Geschmack haben. Ob das in dem Fall allerdings wieder so ein krasser Unterschied sein wird wie bei der Barke, zum Beispiel zum Eraclea-Malz, kann ich auch noch nicht sagen, weil ich es noch nicht probiert habe. Und die Leute, mit denen ihr da zusammenarbeitet, sind das dann zertifizierte Weiermann-Landwirte oder wie kann ich mir das wiederum vorstellen? Ja, wir arbeiten natürlich mit einem Unternehmen zusammen, die für uns die Saaten macht. Ne? Also es ist mit denen eine Saatgutfirma. Und die machen das natürlich in Vorversuchen. Das ist sehr aufwendig. In Vorversuchen auf kleinen Feldern, ne? Und dann, wenn sich das sinnvoll ergibt, das muss ja auch aus brautechnologischen Gründen, muss das ganze Produkt ja, es darf nicht zu hohe Proteingehalte aufweisen und ganz viele Sachen, die dort wichtig sind. Und wenn das keinen Sinn macht, damit zu brauen, dann wird das natürlich auch nicht gemacht. Nur, das kannst du ja erst wissen, wenn du es gemacht hast. Yeah. Und das ist natürlich sehr zeitaufwendig, kostenintensiv. Dann muss das Ganze ja auch wieder zugelassen werden unter Umständen. Ne? Also wenn wie das früher ist nicht. Zulassungsprozess? Ja, du hast ja heute gehört, 13 Jahre dauert sowas teilweise. Ne? Teilweise. Ja. Und wenn das natürlich früher schon mal passiert ist und das schon mal aufgenommen war, dann ist das natürlich was anderes. Okay. Aber also das Potenzial, was dort ist, gerade in diesen alten Sorten, ist sehr groß. Im farblichen Bereich nein. Also auch, ich meine. Im geschmacklichen Bereich teilweise. Teilweise, aber wir haben schon alles, was es gibt, so ungefähr. Mhm. Viel mehr kannst du da nicht mehr reinbringen. Es geht um die Story, sagst du. Bei den alten Sachen auf jeden Fall, klar. Und das Rad wird nicht neu erfunden werden, da sind wir uns auch klar. Aber die Leute wollen halt auch immer wieder neue Sachen. Das sehen wir ja auf dem Biermarkt. Mhm. Wie viele Leute gibt es? IPA ist ja schon fast wieder vergessen, so ungefähr. Ja. Ja. Die Leute wollen immer wieder was Neues haben. Das siehst du auch bei den klassischen Craft-Bier-Trinker. Ach, wie, ihr habt nichts Neues. So ungefähr, ja. Ist schwierig. Aber wir müssen natürlich auch insofern reagieren, als das, was ist auch die Nachfrage. Und die Nachfrage nach diesen traditionellen Sorten, kann ich euch sagen, ist wirklich groß. Ja. Ich werde immer wieder dort drauf angesprochen. Und du darfst ja auch nicht vergessen, wir werden davon ja jetzt keine 100.000 Tonnen verkaufen. Ne? Das ist ja dann das Nächste. Das ist ja etwas ein Nischen, wird ja trotzdem ein Nischenprodukt bleiben. Definitiv. Wie auch das böhmische Tennenmalz, was wir aber trotzdem machen, was sich immer mehr gemacht hat, dann auch und wirklich nachgefragt wird. Nur es muss sich ja, am Ende sind wir ein Unternehmen, was lohnenswert arbeiten muss. Und das wird sich dann halt auch alles zeigen. Aber wir sind da dran, wir machen da viel, wir forschen sehr viel. Nee, es geht einfach hier an dem Bild nur darum,
einmal kurz darzustellen, wie die unterschiedlichen Wege zwischen Basismalz, Karamellmalz und Röstmalz sind. Weil das ist auch schon etwas, was die meisten, glaube ich, gar nicht wissen. Finde ich spannend. Ja. Also klar, als Grundprodukt hast du deinen Rohstoff, Gerste, Weizen, Dinkel, Roggen. Und das Ganze wird ja in unserer Getreideerfassung gelagert. Mhm. Und kommt dann von dort aus hier hin. Und der erste Prozess ist das Weichen. Das wissen wir ja, das muss man immer machen, dass wir auf ein Wassergehalt von um die 45-46% kommen. Von der Weiche geht es dann eben in den Keimkasten. Wir haben hier bei uns Saladin-Kästen, die sehen wir gleich auch noch. Das heißt, ein großer Kasten, wo der Wender durchfährt und am Ende wird hinten ausgeschoben. Die Keimkästen, oh, das kann ich auch nachher oben erzählen, wie viel da drin ist. Also es gibt dann jetzt also zwei unterschiedliche Wege. Ein Basismalz wird geweicht, gekeimt, gedarrt, also getrocknet, dann werden die Grannen entfernt, und also entkeimt, und dann läuft das Ganze in die Silos rein. Bei einem Karamellmalz wird nach dem Keimen das Ganze erst in die sogenannte Rösttrommel eingeführt, das heißt mit dem kompletten Wassergehalt. Seht ihr da, das ist der gelbe Weg. Und der Weg des Karamellmalz ist also insofern wichtig, dass das noch Wasser enthält, dass das also nicht zu schnell trocknet und nicht zu schnell warm wird im Inneren. Und zwar aus dem Grund, Karamellisierungsprodukte auch vom Zucker kennen wir ja alle. Das ist ja letztendlich im Malz durch den Stärkekörper nichts anderes. Wir simulieren ja quasi einen Maischprozess, wenn du so willst, nur nicht im Wasser. Und das Wasser ist also enthalten, das heißt bei 70 Grad ungefähr karamellisiert das Ganze oder verflüssigt sich das Ganze in Zuckerform. Und dann durch ein bisschen höhere Temperaturen ergeben sich ja dann Karamellisierungsprozesse. Und diese Prozesse werden natürlich gesteuert durch Zeit, Temperatur, Betriebsgeheimnis. Aber der Weg ist also für das Karamellmalz nach dem Keimen erst in die Rösttrommel und dann ins Silo. Ja, es trocknet im gleichen Zeitpunkt in der Rösttrommel. Und jetzt gibt es dann noch einen Unterschied für das Röstmalz. Das wird also erst eingeweicht, wird gekeimt und wird dann gedarrt, also getrocknet. Denn fürs Röstmalz wollen wir so wenig Restwasser wie möglich enthalten haben. Denn das soll ja geröstet werden. Und dann geht es bei deutlich höheren Temperaturen dann von der Darre in die Rösttrommel rein. Und auch bei deutlich höheren Temperaturen über längere Zeit. Und dort kann man dann natürlich auch wieder über verschiedene Parameter wie Zeit, Temperatur etc. den Röstgrad bestimmen. Und da gibt es dann aber natürlich noch ein paar Tricks und Kniffe, wie Karamell- und Röstmalze besonders intensiv und schonend hergestellt werden. Die erzählen wir jetzt nicht. Okay, das ist ja schon mal spannend. Also das ist so der grobe Überblick, dass es drei verschiedene Wege gibt für Basismalz, Karamellmalz und Röstmalz. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal in den Keimkasten. Yes. Jo. Also jetzt gerade wird der Keimkasten beladen. Ist also echt cool zu sehen. Der ist auch gerade erst beladen worden. Das seht ihr, an, dass da noch der Schaum drauf ist. Ja. Also die Weichen sind quasi hier oben drüber. Und ihr seht jetzt gerade, also das, ihr müsst euch vorstellen, dass ihr seht hier dieses lange Rohr in der Mitte, von wo dann von oben das eingeweichte Material kommt. Und dann muss hier unten der Melzer, das ist echt nicht so einfach, das habe ich schon mal damals in meiner Lehre noch hier machen dürfen, musste über das Rohr hier mit den Handschiebern die einzelnen Haufen im Kasten verteilen. Aha. Und das ist sehr wichtig, dass die ganz gleichmäßig sind, denn sonst hast du nachher, das werden wir jetzt heute hier nicht mehr sehen, aber wenn der Wender durch ist und der alles glatt verteilt hat hier drin, dann siehst du halt, dass es sonst unterschiedliche Schichtungen hat. Okay. Wenn das nicht gleichmäßig verteilt ist, hast du eine nicht gleichmäßige Keimung, was schlecht ist fürs Produkt. Und deswegen ist es echt wichtig, diese Haufen gleichmäßig zu machen. Aber ihr seht jetzt, können wir mal hintergehen zum Wender. Ihr seht, die Keimkästen sind auch hier im wunderschönen Gelb und Rot. Ja. Das ist, hat jetzt also zwei Tage eingeweicht und wird jetzt ungefähr fünf Tage hier im Keimkasten drin bleiben. Es fängt langsam an zu spitzen. Ja, das sieht man. Oh, wobei hier auch noch nicht. Nee. Okay. Aber bei dem ganz da leicht. Ist ja, hier bei dem sieht man es auch. Ne? Das ist das sogenannte Spitzen. Okay. Spitzen. Wenn jetzt also langsam vorne der Blattkeim hinaustritt. Und
Ja, also ihr seht genau den Wender und das Handarbeit noch das Einfahren hier in den Kasten. Ja. Und der Wender, der ist die Aufgabe, das zu verteilen. Der fährt jetzt hier einmal vorwärts, einmal rückwärts durch. Ah, okay. Wir haben hier eine Schütthöhe von ungefähr 1,20 Meter. Hier gehen 120 Tonnen in einen Keimkasten. Das sind zwei Weichen. Die Weichen haben jeweils 60 Tonnen. Ja, 5 Tage Keimung und dann geht es von hier halt auf die Darre oder halt direkt in die Rösttrommel, je nachdem, was halt draus gemacht wird. Ne? Ja. Wir machen hier in Bamberg auch eigentlich nur das Spezialmalz. Es wird ganz selten auch hier mal Basismalz gemacht. Ne? Und die anderen Basismalze, die werden eben an den Standorten hauptsächlich in Haßfurt gemacht und in Klingen soll oder ist unser Hauptproduktionsort für die Terroirmalze. Ja, und dann musst du dir das vorstellen, ne? Also nach dem Keimen, dann wird halt natürlich überprüft, wird dann am Ende das Ganze quasi hinten über ausgefahren und läuft dann über das Band hier. Es wird hinten runtergeschoben und läuft dann über das Band nach vorne raus. Mhm. Und da geht es dann über die Straße, hätte ich fast gesagt, drüben in die Darre rein. Die Darren sind direkt gegenüber. Mhm. Die können wir uns nicht angucken wegen Brandschutz. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so super spannend. Und wenn also festgestellt wird, dass zum Beispiel das ganze Material nicht feucht genug ist, dann kann halt hier über so per Handbedienung kann er dann nochmal von oben Wasser auf den Keimkasten geben mit dem Wender gleichzeitig und dann kann nochmal nachbefeuchtet werden. Mhm. Aber selten. Die Chefin hat ja schon darüber geredet, dass wir 100% Ökostrom benutzen. Auch sonst sind wir sehr bedacht darauf, dass der ganze Betrieb sehr energieeffizient in allen Bereichen arbeitet. Wir haben hier also die Zyklone, die die Luft reinigen, die aus den Rösttrommeln wieder rauskommen, um eben Partikel etc. rauszureinigen. Und die heiße Luft wird dann auch dem Prozess wieder hinzugeführt. Wir haben an den Darren, was natürlich eine unglaubliche Energie ist, die dort drin ist, haben wir Wärmetauscher, sodass wir es also wirklich schaffen, dass sehr viel von unserer Energie, die wir nutzen, auch wieder in den Prozess zurückgeführt wird. Quasi im heiligen Gral in der Röstmalzproduktion. Alle drei Trommeln hier im Raum laufen jetzt. Wir haben insgesamt hier 7 Stück stehen. Es kommen noch mal ein paar dazu. Es ist alles auf dem neuesten, modernsten Standard. Wie gesagt, die Jungs haben hier oben ihr eigenes Labor. Es ist also nicht so, dass hier Programm 1 durchläuft und dann ist das Carafa Spezial, sondern das wird hier alles per Hand kontrolliert. Das ist jahrelange Erfahrung von den Jungs, die hier arbeiten. Unglaublich, was die allein schon vom Angucken sehen können. Das ist einfach Erfahrung und das wird hier weitergegeben von, ich sag mal, Generation zu Generation. Und ja, ist schon beeindruckend, was die Jungs für ein Wissen haben über das Produkt, was sie einfach so zur Probenahme rausnehmen. Und kann dann hier beprobt werden und dann wird auch nochmal bei uns im Zentrallabor beprobt. Einer der wichtigsten Jobs hier im ganzen Betrieb. Und alles hochmodernisiert. Wie gesagt, 3,5 Tonnen ungefähr gehen in eine Charge rein. 3 bis 3,5 Tonnen je nach Produkt. Und normalerweise könnten wir hier jetzt auch noch ein bisschen Malz probieren, aber jetzt mit Corona machen wir das nicht. Hier sind wir in der Sackabfüllung, also einen der wichtigsten Bereiche auch noch am Ende. Ihr seht hier vor uns die leeren Säcke, die dann entsprechend nach Produkt bedruckt werden dort vorne. Hi. Richtig, also wir können auch gerne mal hier um die Ecke gucken, dann könnt ihr auch sehen, ihr könnt hier gerne mal rumgehen und mal schauen, wie das Ganze so abläuft. Das Wichtigste hier in dem Bereich ist der Metalldetektor. Ja. Der also kontrolliert, ob halt irgendwas damit drin ist. Und alle 100 Säcke oder so läuft da ein Sack mit Metall durch, um zu gucken, dass das auch noch funktioniert. Ah, okay. Das ist wieder irgendeine Sonderlieferung hier, ne? Weil das ist normalerweise nicht drauf. Ja, Asien, irgendwas für Asien mit einer besonderen Spezifizierung. Und hier können wir ganz gut sehen, wie die Säcke eben hier entnommen werden, dort werden die befüllt, die Waage ist oben drüber. Ja. Hier werden die direkt verschlossen und dann geht es halt weiter. Ne? Und hier vorne ist der Druck. Ah ja. Könnt ihr mal gucken, das sieht eigentlich ganz lustig aus.
Hopcast. Ja, das war die Führung durch die Malzfabrik. Und zwar von da, wo das Getreide ankommt, bis zu dem Moment, wo es im Sack landet. Ja, ich hoffe, ihr habt das halbwegs so ein bisschen vor eurem geistigen Auge mit uns verfolgen können und einigermaßen verstehen können. Es gibt laute Geräusche, es ist halt eine Fabrik, es hilft ja alles nichts. Genau, und in der Führung spricht er auch von der Brauerei, wo das Sinamar entsteht. Und es gibt noch eine zweite Brauerei auf dem Gelände. Und da gehen wir jetzt hin. Die Versuchsbrauerei, da haben wir Diego Castillo getroffen. Das ist die Stimme aus dem Off, die da gleich reinkommt, die er noch nicht gehört hat. Diego hat 2018 dort seine Abschlussprüfung gemacht bei Weiermann als Brauer und Melzer und arbeitet dort jetzt in der Brauerei und hat auch ein paar spannende Fakten beizusteuern. Ja. Wir laufen einmal quer durch. Auch da gibt es mal Momente, wo Diego wieder ein bisschen weiter weg ist oder näher dran. Ich hoffe, man kann das einigermaßen verfolgen. Aber wie es halt immer ist, wenn man da ist, wo Dinge passieren. Die Brauerei, die gab es in der Form vorher auch schon. Die haben wir einfach nur mitgenommen von drüben, wie gesagt. Das ist eine 2,5-Hektoliter Anlage von der Firma Kaspar Schulz. Oh Gott, ein Ferrari unter den Brauanlagen. Naja, frag mal unsere Brauer, aber das Schöne bei der Anlage ist insofern, also als ich damals hier mein Praktikum gemacht habe, da gab es noch nicht, die hat mittlerweile eine Vollautomatik, man kann die aber immer noch per Hand fahren. Ne? Ja, per Hand. Genau, das ist der Diego hier. Hallo. Der Diego hat damals, als ich mein Praktikum hier gemacht habe, weiß ich nicht, da warst du noch nicht da, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Seit wann bist du hier? August 2014. Ja, okay, das war noch davor. Und der Diego hat hier die Ausbildung gemacht. Aha. Und ist jetzt hier, mehr oder weniger, kann man ja schon fast sagen, wir haben einen den Braumeister, den Konstantin Pförtner. Ja. Und du bist mit am längsten da, oder? Ja. Ja, und eigentlich der Chefbrauer, muss man ja so sagen. Also die komplette Anlage wurde mitgenommen von drüben. Ja. Kann vollautomatisch gefahren werden, kann per Hand bedient werden, dass die Azubis auch was lernen, ne, Diego? Dann haben wir hier drüben den Gärkeller. Ja. Der wurde bis zu Teilen neu gemacht, nicht alles. Richtig, Diego? Ja, also drei Tanks sind neu. Genau, die ZKGs, ne? Ja. Die sind neu gekommen. Mhm. Können also sowohl offene als auch also eine offene Gärungsmöglichkeit haben wir gerade für Weißbiere oder generell natürlich obergärige Bierarten. Ja, immer interessant. Ja, dann ganz normale ZKGs. Die man so braucht, da hätten wir auch noch der Kühler. Und haben hinter uns den Holzfasskeller. Ah. Und die Holzfässer sind aber auch noch gar nicht so lange belegt, ne, Diego? Die sind nicht. Also das ist relativ neu noch. Mhm. Was steht da hinten im Fenster? Da hinten im Fenster, das ist der Johann Baptist war ja Mann. Allerdings, was genau das Ganze, ist das ein Geschenk? Ich glaube, das ist eine Deko. Also der Gründer der Firma in dem Fall, muss man ja echt sagen. Genau, also hier ist, und ihr müsst vorstellen, vorher in der Kleinbrauerei drüben wurden alle Flaschen wirklich per Hand an so einem kleinen Füller abgefüllt. Die Kisten kamen in diese klassischen Hobbybrau-Kastenwaschmaschinen rein, die man so hatte. Die 5-Liter-Dosen wurden auch mit so einem Handfüller abgefüllt, das war ein absoluter Krampf. Aber irgendwie war es auch Handwerk, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und jetzt kommen wir eigentlich dann zum, neben der Anlage und den neuen Tanks, die wir haben, Herzstück, was halt sonst, glaube ich, auch niemand hat, ist halt eine vollautomatische Abfüllanlage für unsere 0,33er Longneck-Flaschen. Ja. Man kann auch andere drauf abfüllen. Genau. Ah, okay. Den haben wir bekommen für letztes Jahr erst. Ja. Wir haben halt eine vollautomatische Abfüllung, wo die Flaschen zuerst etikettiert werden. Die läuft also ein bisschen anders. Die Flaschen werden erst etikettiert, dann werden die Flaschen gerinst und dann werden sie abgefüllt und verschlossen. Ah ja. Das ist also echt eine sehr hochmoderne Anlage. Das hat, glaube ich, in der Größenordnung auch niemand sonst sowas. Haben hier das Büro vom Braumeister, da vorne ist unser Labor von der Qualitätssicherung vom Leo und da hinten ist die Versuchsbäckerei. Ah ja. Also ihr seht, wir haben hier die absolute Top-Ausstattung. Der Friedrich ist Bäckermeister. Aha. Und das Schöne bei Friedrich ist, der macht also aus unseren Malzmehlen und auch aus den normalen Malzen, backt er halt Brote, die wir mittwochs kaufen können. Aha. Und der hat halt natürlich, der ist auch super kreativ, der macht da echt abgefahrene Sachen. Und diese
Brote können gekauft werden von den Mitarbeitern mittwochs immer. Dann haben wir auch diese Brotbackmischungen, die jeder bei uns im Shop kaufen kann, wo du einfach nur diese Mischung nimmst, dann fügst du dein Lieblingsbier hinzu zu Hause, lässt den Teig gehen eine Stunde, die Hefe ist da schon mit drin, ist Trockenhefe mit drin, und dann lässt du den Teig gehen eine Stunde, backst das Brot auf und hast ein frisches Brot. Ist sehr lecker. Ja, und der Friedrich hat hier natürlich die Vollausstattung, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber... Ich auch nicht. Aber die Brote sind lecker. Friedrich merkt also für sich alleine. Wie viel wird hier gebraut? Ja, wir versuchen 3 oder 4 Mal in der Woche zu brauen, manchmal schaffen wir auch 5. Früher haben wir öfters mal Doppelsude gemacht, mittlerweile machen wir halt 1 Sud am Tag. Genau. Wie viel macht ihr im Jahr an Ausstoß? Das ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem wie viele Kunden was von uns verlangen oder neue Rezepte, wie viel wir entwickeln. Ansonsten haben wir halt unsere Standardbiere, aber ja, 150 sowas geschätzt. Okay. Zude. Und im Vornamen kennen wir Diego, der Nachname verrätst uns. Castillo. Ja, aber ich meine, wie gesagt, wie du siehst, das ist das Neueste, das vom Neuesten, das Modernste, was du bekommen kannst. Und ist für eine Versuchsbrauerei schon auf einem sehr hohen Level. Das bestätigen uns auch immer wieder Gäste, die hier vorbeikommen, auch von anderen Firmen oder selber Versuchsbrauereien haben. Das wünschen, hätten viele gerne da stehen. Bist du oft beneidet? Von Kollegen? Vor allem die Brasilianer, die kommen her und dann sagen sie, Diego, das ist super, dass wir das haben. Weil wir Latinos verstehen uns super und dank denen habe ich auch sehr viel gelernt, wie es in Brasilien ist. Und das kann man nicht vergleichen. Da haben sie mir Fotos gezeigt und das ist so richtig alt alles bei denen. Und bei uns ist es super modern, super auch für unsere Azubis, die lernen sehr viel. Ja. Und können sich auch in kleinen Mengen das vorstellen, was in Großbrauereien eigentlich passiert. Eigentlich, das ist sehr gut. Ja. Super. Und du musst dir vorstellen, in Zeiten jetzt mal, ich sag mal vor Corona, es kommen ja jedes Jahr auch uns so viele Leute hier besuchen, also Brauer aus der ganzen Welt, die ihre Ideen und Rezepte mitbringen, die hier mit den Jungs Bier machen können. Und also die Azubis, die bei uns die Brauerei verlassen, von denen kann auf jeden Fall, hat keiner das Argument zu sagen, er weiß nicht, wie man verschiedenste Biere braut, weil das ist wirklich absolut genial. Und, wie viele Azubis habt ihr hier in diesem Bereich? Gerade haben wir 3. Also einen im ersten, 2 im zweiten Lehrjahr, die kommen jetzt in den dritten. Und einer davon ist Bisra, der kommt aus Eritrea und lernt auch bei uns Deutsch und Brauer. Genau. Und dann 2 Gesellen, einer geht leider, dann bleibt nur ich und unser Meister. Das sind wir in der Brauerei. Der Meister heißt? Konstantin Pferdner. Genau. Der ist dann da. Ja. Der hat heute Kurzarbeit. genau, ja. Und das ist übrigens gesagt ein kleiner Füller für den 5-Liter-Dosen. Das war für 5 Liter-Dosen und wir haben 24. Ja, und für die großen Flaschen auch, ne? Den haben wir noch da. Das war auch. Ah, okay. Ja. Aber den Haustrank? Jeweils. Ja, das war, also ich meine, und das Coole ist ja, das ist auch wichtig, sowas zu behalten, weil manchmal für so Sondersachen und so wird das ja auch wirklich noch gebraucht und es funktioniert ja, ne? Also ja. Es ist nur halt alles ein Haufen viel mehr Arbeit als natürlich da oben mit der vollautomatischen, zumindest, gut, die muss auch bedient werden und alles, aber und die Qualität vom Bier steigt natürlich, weil es ist halt doof, wenn du es natürlich schön im Tank hast und es dann nicht so professionell abfüllen und verschließen kannst vielleicht manchmal. Oxidation und Und das hat, da hat sich die Bierqualität schon in der Flasche brutal verbessert. Ja, muss man echt sagen. Tja, so eine Brauereiführung macht natürlich durstig und am Ende jetzt der Führung angekommen, mussten wir natürlich noch ein Bierchen trinken und bei der Gelegenheit hat uns Christian auch nochmal gleich ein bisschen detailliert das Thema Terroirmalze erklärt. Christian, Terroirmalze. Ja, Terroirmalze steht, wie der Name schon sagt, Terroir für bestimmte Regionen oder Herkunft, beziehungsweise das wären eher diese Herloir-Malze. Das ist so, geht alles in dieselbe Schiene, das ist dann die Schiene wieder mit den alten Sorten. Terroirmalze besagt eben halt Herkunft in dem Fall. Also in dem Fall beim Eraclea-Malz eben das Mediterrane, das Italienische, bei dem Tennenmalzen das Böhmische und bei der Barke ist es in dem Fall, das würde dann halt eigentlich eher zu den Herloir-Malzen zählen.
Aber es geht da halt um, ja, Terroir, also um Region, um Herkunft. Jetzt haben wir vor uns das Barke stehen. Genau, wir haben jetzt vor uns das Bamberg Hofbräu Lager. Mhm. Und dort drin ist also zu 100% Barke Malz, in dem Fall eine Kombination aus hauptsächlich Pilsener und Münchner Malz, dadurch auch diese goldgelbe Farbe. Mhm. Bisschen dunkler. Und bei den Barkemeißen ist es eine Sache, das hat bei vielen durch diesen etwas süßlichen Geruch und sehr intensiven Geschmack verleitet es viele dahin zu sagen, das Bier hat Diacetyl. Okay. Das ist aber ganz weit entfernt davon. Also ich kann ja versichern, die Biere werden alle beprobt. Da ist kein Diacetyl drin. Ihr schmeckt es vielleicht auch selber, es ist ein bisschen süßlich, aber es ist sehr voll im Geschmack. Ja. Ja. Und das ist eben dieses Barkemalz. Es ist unglaublich, wenn du unser reguläres Pilsener-Malz neben einem Barkemalz, neben einem Eraclea-Malz probierst, die Unterschiede schon im Korn. Und das schmeckst du eben auch nachher im Bier. Und ich kann jedem nur empfehlen, zumindest es mal auszuprobieren, es zu teilen, in seiner Malzmischung mitzuverwenden, weil es unglaublich vollmundig ist. Und wer gerne mal eben ein Bier probieren möchte, was wo 100% Barke drin ist, sollte sich entweder bei uns im Onlineshop oder irgendwo anders, wenn er die Möglichkeit hat, oder er kommt bei uns vorbei zu mir oder wie auch immer und dann probieren wir es mal gemeinsam, die Chance mal ergreifen und mal probieren. So wurde früher Bier immer gebraut, also mit so einem Malz oder viel halt, ja. Mhm. Und ist halt sehr vollmundig. Ist nicht jedermanns Sache, das verstehe ich auch, aber zumindest probiert haben, sollte man es machen. Mhm. Und dasselbe in dem Fall eigentlich auch mit dem Eraclea-Malz, wobei das natürlich noch ein bisschen, ich will nicht sagen exklusiver ist, aber halt noch weniger verfügbar ist als zum Beispiel unser Barke-Malz. Also es ist dann wirklich immer nur eine Charge. Muss mal schnell sein. Du bist viel unterwegs. Was ist, wenn wir dich auf eine Insel schicken? Und was nimmst du da mit? Nicht an Personen? Wen auch immer, sondern welches Bier nimmst du da mit? Ich denke, ich würde tatsächlich mit auf die Insel nehmen, das Bier, wo ich gelernt habe, nämlich das Altbier von der Brauerei Ürige. Und auch das ganz normale, keine, ihr macht auch eine Sticke, ne? Ja, ja, das Problem beim Sticke ist, dann wird man so schnell besoffen. Aber es ist eine Insel und du hast da keinen Kundenkontakt. Das ist auch wieder wahr, dann wahrscheinlich sogar das Sticke, aber auch das normale Altbier. Leute, zieht los und trinkt mehr Altbier, das ist wichtig und das Ürige Altbier ist... Ich trinke alle Altbiere gerne. Ich habe natürlich auch andere Altbierkunden noch. Sonst, bevor jetzt nachher wieder einer sagt, Biere getrunken, das ist natürlich Quatsch. Ich habe auch immer sehr oft Schuhmacher und Schüchsen zu Hause. Das war jetzt sehr diplomatisch. Okay, Leute, laufen los das, und trinkt mehr Altbier. Das nehmen wir jetzt mit. Ja, ja, ja. Ich würde das mitnehmen. Sehr gut. Tja, soweit die Führung durch die Weiermann-Malzfabrik und soweit Christian Wilke. Am siebten Tag schuf Weiermann das Malz. Dieser Satz ist ein Zitat von Urs Willmann aus seinem Buch Bier, das Buch. Da ist ein wirklich sehr schöner Text auch drin über Weiermann und sein Gespräch mit Sabine Weiermann. Kann ich empfehlen, sich den mal, den kann man glaube ich auch googeln. Der ist meines Wissens auch in der Zeit so erschienen. Ach cool. Ja, da kann man mal lesen, wie er das so empfunden hat. Also ich fand, es war eine super Führung. Ich hatte sehr viel Spaß da in Bamberg und wir hoffen, dass ihr das geteilt habt oder dass ihr das teilen konntet und einen kleinen Eindruck gewinnen konntet, wie denn Malz so entsteht. Genau, wie das Getreide irgendwann zu Malz wird. Und das Malz wird ja auch nicht nur für Bier benutzt, sondern auch für Whisky und in der Lebensmittelindustrie. Gott, haben wir vorher auch nicht gewusst. Oder zumindest war uns das nicht so präsent, sagen wir so. Ja, gewusst, aber man denkt ja immer, nicht so intensiv darüber nach, wofür man Malz jetzt noch verwendet, wo es denn zum Einsatz kommt. Wir können es empfehlen, wenn denn irgendwann mal die Grenzen wieder offen sind in alle Richtungen, intern, extern, zwischen den Bundesländern oder sogar dann international, dann schaut da mal vorbei. Ja, eine Reise wert, absolut. Derweil, während wir hier so sitzen und gucken, was mit uns passiert in diesem wunderschönen Herbst, können wir ja trotzdem fleißig Bier trinken. Wir kommen zu dem von uns angeteaserten, zu der von uns angeteaserten Aktion. Und sie bringt München und Hamburg zusammen. Und zwar geht es um eine Geschichte, die in Zusammenarbeit mit der Brauerei End Union entstanden ist. Mhm. Kleine Pause, Kurzpause. Union. Entstanden ist.
Warum? Weil ich hier wild blättere und gerade die Infos zusammensuche. Aha. So, und es ist so, dass EndUnion eine Limited Edition gemacht hat für die Hamburger Kitchen Guerilla Meets Soli Küche. Dort werden Essen hergestellt, kostenlose Essen für Bedürftige, und man möchte mithilfe dieser Aktion 1000 Essen finanzieren. Wie? Indem man Bier kauft, aber es sind keine limitierten Biere. Achtung, es sind limitierte Kunstwerke. Und man kann so eine Kiste kaufen von EndUnion mit Bier, und auf dieser Kiste ist jeweils ein Kunstwerk. Ah. Sind verschiedene Künstler zusammengekommen, die haben Bilder gestaltet, und die kann man natürlich auf dieser Kiste lassen, dann ist es eine originelle Sitzgelegenheit für die Menschen, die da keine Rückenprobleme kriegen, wenn sie da so tief auf dem Fußboden sitzen. Dann man kann sie aber auch abnehmen und an die Wand hängen oder irgendwo hinstellen, whatever. Coole Aktion. Und das ist tatsächlich eine coole Aktion. 100 Exemplare gibt es davon, 25 je Künstler. Da könnt ihr dann mal ausrechnen, wie viele Künstler denn da wohl mitgemacht haben. Das ist die kleine Frage, ob ihr noch wach seid da draußen? Vier? Ja, jetzt hast du aber die Frage, jetzt hast du die Antwort vorweggenommen. Ach, aber ach, ich traue unseren Hörern das auch zu, dass die das so gewusst hätten. Ja, bestimmt. Das kostet um die 150 Euro, dieses Bild, zuzüglich der Kosten für das Bier. Für das Bier oder für die Biere. Okay. Findet ihr auf endunion.de und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich habe nochmal nachgefragt, extra tatsächlich, weil auch ich, vielleicht geht es euch auch so, stolperte über diese, warum München, wenn es doch in ein Hamburger Projekt fließt, warum eine Münchner Biermarke, und Kitchen Guerilla, muss man sagen, ist ja auch eine echte Hamburger Marke, ja. Die steht ja total für Hamburg. Es ist einfach so, dass das Ganze in Zusammenarbeit mit der Agentur Karl Anders entstanden ist. Die betreuen wohl EndUnion, und beziehungsweise die sind verpartnert, beziehungsweise sind Freunde. Das war das Wort, was Freunde mir... Freunde ist das Wort. Genau. Sie sind Kumpel. Es ist eine Buddy-Aktion. Ja, ja. Und Karl Anders findet das Bier geil und haben sich überlegt, hey, das soll das Bier für Kreative werden. Mhm. EndUnion richtet sich ein bisschen neu aus. Okay. Und dann dachten sie, okay, das passt irgendwie zu Hamburg sowieso. Als Stadt für Kreative. Wir sind in der Stadt der Kreativen, wusstest du das? Ja, ich fühle mich schon viel kreativer. Und das ist tatsächlich eine Buddy-Aktion. Man wurde da so unter C wohl auch im Bier entlohnt. Wie das denn manchmal so ist, es floss Bier und es flossen gute Ideen. Ach, super. Und so kam diese Geschichte zustande. Die wird aber wohl auch noch in anderen Städten umgesetzt werden, also mit anderen. Aber deshalb ist es diesmal keine Hamburger Brauerei, die da mit am Start ist, sondern eben EndUnion. Alles klar. Ja, Termine sind im Moment ja ein bisschen dünn gesät. Ja. Die dürften dann wieder digital stattfinden, jetzt erstmal. Und es gibt Termine, aber sie sind digital. Ja, also Brewkammer, inzwischen ja ein treuer Begleiter unserer Podcast-Zeit in Kiel, der macht immer fleißig noch weiter sein Digital Tastings. Da sind ja auch ein paar am Start, die machen das weiter. Und ich ahne, dass das nicht abnehmen wird. Da werden sicherlich auch wieder welche dazukommen. Mit Sicherheit. Ja. Gut. Tja, dann würde ich mal sagen, irgendwie... Bleibt sauber, schwimmt nicht zu weit raus. Ja, wir harren der Dinge, ob das große böse S jetzt passiert. Shutdown. Was hast du denn gedacht? das möchten wir natürlich nicht. Nein. Es wird aber auch so ein bisschen, es schwebt über allem, keine Panik, ruhig bleiben, benehmt euch, denkt an euch, passt auf euch auf, denkt auch an die anderen. Trinkt Bier zu Hause. Und bleibt gut gelaunt, auch wenn die anderen es vielleicht teilweise nicht sind. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ahoi. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des